Die Nordsee. Unter ihr könnte die Lösung liegen. In Rotterdam probiert man es schon aus. Das CO2 der Hafenindustrie soll aufgefangen und in alten Gasfeldern vor der Küste für immer gespeichert werden. Gerade haben sie einen Meilenstein gefeiert. In weniger als 2 Jahren soll es losgehen. Bei der ganzen Klimaherausforderung sind wir jetzt an dem Punkt, an dem wir vom Reden und Planen zum Machen kommen sollten, zum Umsetzen. Doch während die Niederlande Fakten schaffen, kracht in Deutschland die Regierung. Und Unternehmer stehen mit Zukunftsfragen ziemlich alleine da. Marcel Krogbäumker stellt in Beckum in 4. Generation Zement her. Ein Prozess, bei dem viel CO2 freigesetzt wird. Wenn er es nicht schafft, das zu reduzieren, fürchtet er um die Zukunft des Unternehmens. Wenn man sieht, was wir für Themen vor uns haben, ist die Wahrscheinlichkeit wirklich nicht ganz gering, dass man die letzte Generation sein könnte. Er muss Lösungen, wie in den Niederlanden, für sein CO2 finden. Nur, hier stehen die Gesetze dafür noch nicht. Die Regierung hinkt hinterher. Und jetzt auch noch Ampel aus. Es bringt schon wieder neue Unsicherheit rein. Diese ganze Logistikkette, die aufgebaut werden muss, angefangen mit den Stoffen, die reinkommen, mit dem CO2, was rausgeht. Und jetzt ist wieder ein Baustein unsicher, was eine Investitionsentscheidung natürlich nicht leichter macht. Sein Zement wird aus Kalk gebrannt. Dabei wird CO2 freigesetzt, der vorher im Stein eingeschlossen war. 2/3 seines CO2-Ausstoßes entstehen bei diesem Prozess, ganz egal, womit er den Ofen anheizt. Und wegen des Emissionshandels wird CO2 bald richtig teuer. Ab 2034 müsste er etwa 20 Millionen Euro bezahlen, jedes Jahr. Um das zu vermeiden, steht Krogbäumker vor der größten Investition der Firmengeschichte. Wir gehen im Moment davon aus, dass wir mindestens 200 Millionen Euro investieren müssen. Das ist ungefähr so viel, als wenn man das ganze Zementwerk neu bauen würde. Wir bewerben uns im Moment um Förderungen und hoffen, dass wir wenigstens einen Teil wieder zurückbekommen. Aber für ein Unternehmen, was halt 50 Millionen Euro Umsatz im Jahr macht, wird das ein Kraftakt. Solarzellen hat er schon, nutzt ökologische Brennstoffe. Jetzt braucht er eine Lösung für das CO2, das er nicht verhindern kann. Er will es abscheiden und in Tanks auffangen. CCS heißt diese Technik. Doch politisch sind noch etliche Fragen ungeklärt. Ob und wie hoch er dabei gefördert wird. Und vor allem, wie wird das CO2 abtransportiert? Es gibt Pläne für eine Pipeline in NRW, zur Nordsee. Sie soll Krogbäumker und andere Zementwerke mit Rotterdam und Wilhelmshaven verbinden. Aber fragt man das Unternehmen, das diese Pipeline bauen soll, wird klar, sicher ist noch gar nichts. Da sind wir aktuell noch in den Planungen und das Netz muss sich hier noch weiter konkretisieren, verstetigen. Und hier laufen aktuell ja auch noch die Marktabfragen, sodass wir da darauf angewiesen sind, überhaupt den Transportbedarf aktuell zu ermitteln. Aber wann rechnen Sie mit einer ersten CO2-Leitung in NRW, die in Betrieb ist? Das kann ich Ihnen aktuell nicht sagen. Irgendwann in den 2030er Jahren sollen, wenn es denn klappt, erste Teilstücke fertig sein. Mehr ist hier nicht zu erfahren. Wann Rotterdam per Pipeline mit Beckum verbunden ist, unsicher. Und dann ist da noch eine Frage. Wer darf CO2 abscheiden? In Rotterdam sagen sie, die ganze Industrie, was weg ist, ist weg. In Deutschland dürfen es nur wenige Branchen, wie Zement, wo CO2 unvermeidlich anfällt. So wollen es die Grünen und auch die NRW-Landesregierung. Manche fürchten, dadurch wird der Bau von Pipelines gebremst. Ich glaube, in Deutschland stehen wir uns da auch wieder einmal selbst im Weg. Wir sollten dem Beispiel anderer Länder folgen, die eben bestrebt sind, CO2 in Zukunft abzuscheiden und vor allen Dingen auch CO2 unterirdisch zu speichern. Längst hat das Rennen um Pipeline- und Speicherkapazitäten begonnen. Familienunternehmer Krogbäumker steht in Konkurrenz zu Weltkonzernen. Aber er hat einen Plan. Wenn die Politik die Pipeline nicht liefert, dann muss halt die Bahn ran. Auch wenn die Gesetze für den Abtransport von CO2 noch auf sich warten lassen und jetzt vielleicht erst nach Neuwahlen kommen, Krogbäumker plant, seine Bahnstrecke wieder in Betrieb zu nehmen. Früher haben wir unseren Zement auch per Schiene versandt, aber heute wegen der Flexibilität wird das nur noch per LKW versandt. Wir werden diese Gleise aber reaktivieren müssen. Wenn wir unser CO2 abscheiden, werden wir sonst zusätzlich 40 LKWs am Tag auf die Straße bringen
Um diese Verkehrslast ein bisschen zu reduzieren, werden wir dann ungefähr einen Zug alle 2 Tage hier mit CO2 vom Werk schicken. 2034 will er soweit sein. CO2 abscheiden und speichern. Denn nur so wird sein Zementwerk überleben. Doch die Politik ist mit ihren Plänen noch lange nicht so weit wie er.